So, Watashi no na wa Gordon. Ah, das ist der, er sagt, er heißt Gordon, Leute. Katsute wa Kashon. Kashon. No Ochi datta. Ima wa tada no Hikyo mono da. Ani no Scotto ga Uchiji ni Shitatoki Watashi wa ni Nigeda shite Shimatta no da. Wenn ich das richtig verstanden habe, Leute, sagt er uns, ich glaube, ich möchte das fast alles übersetzen, Leute, weil ich glaube, das, was wichtig ist, er sagt, was wichtig ist. Er hat einen älteren Bruder und der heißt, wo steht es nochmal? Scott. Also der Gordon hat einen älteren Bruder namens Scott, Leute, und während er jetzt einfach nichts mehr macht, weil das ist ja der mit dem schlechten Arm, Leute, und er ist damals geflohen und sein Bruder nicht. Irgendwie so. So, er hat nichts, was er uns beibringen kann. Soka. Kimi wa Tata Kaini Chigan Shigan Shitanotka. Watashi wa Hirdani Kyo Kyosetsun Sare Runoga Kovakute Shigan Mo Dekizuni Konato Koro de Uchi Uchi Zweimal Uchi 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 Ste Runda Warate Yate Kune Kure. Okay, also er ist offenbar auch Teil der Rebellen, Leute, Mitglied der Rebellen, und sagt, ach so, ihr seid also auch Kämpfer, also Kampfkumpanen, Leute, und ja, also er hilft der Hilda und das ist nicht zum Lachen, weil er anscheinend diesen kaputten Arm hat. Sollen wir ihm die Potion geben, Leute? Ich frage ihn einfach mal. Nanimo okorare kata. Okorana kata. Okay, das heißt, er will sie nicht. Schade, ich hätte sie ihm gegeben, Leute. So, das ist der Item Shop. Okay. Item Shop. Hier ist der Tempel. Nee. Hallo, lass mich durch. Jetzt. Ist dann hier? Nein. Okay, Leute. Ich würde jetzt zuerst mal zum Rüstungshändler gehen. So. Irashaimase. Nanika Goyodeska. So, also herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? So, wir können verkaufen. Kotowaru. Das heißt, das weiß ich jetzt auch nicht. Hört sich irgendwie an wie, ich sag gar nichts. Abdrehen, sagt Google. Verlassen also. Na, was hast du zu verkaufen? Also, er hat einen Buckler, Leute, für 50 Gil. Er hat ein Kawano Boshi, ein Lederhelm für 80. Der wäre schön. Normale Kleidung für 20. Und ich glaube, das ist ein Lederarm. Auf jeden Fall möchte ich den Helm kaufen, Leute. Ich kaufe ihn einmal.
Arigato gozaimasu. Hokani Nanika. Das war's erstmal. Ein Lederhelm. Kann den sie auch tragen? Da ist er. Kann sie auch. Was macht eigentlich, wie viel Rüstung hat die Kleidung? Eins. Okay, also sie kann die Kleidung, den Lederhelm auch tragen, Leute. Das macht eine Rüstung. Okay. Kann denn jeder tragen? Dann kaufe ich den gleich mehrmals. Ja. Und... ja. Gut, dann kaufe ich den jetzt noch zweimal, Leute. Wir haben nur noch 160 Geld. Oh, wir sind arme Schlucker, Leute. So, was hatte der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Den Buckler hat er noch. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt geben möchte. Ich glaube, Buckler möchte ich eigentlich... also ich möchte, dass Guy ein Zweihänder ist und viel Schaden macht. Und dass Frionir viel aushält und ein bisschen Schaden macht. Und ich hätte auch gerne... Mond mal, da gab es ja was. Da gab es ja was. Ich glaube, Select muss ich drücken, oder? Ja, genau. Maria muss... möchte ich, dass hinten ist. Das ist die Kampfformation, Leute. Habe ich mich gerade erinnert, das gibt's ja. Frionir und Guy sind Nahkämpfer, Maria ist eine Fernkämpferin. Sie hat einen Bogen, also greift sie auch mit von hinten, von der hinteren Reihe an. Er hat den Grund, Leute, es gibt drei Reihen, die vordere Reihe, die mittlere Reihe und die hintere Reihe. Die mittlere Reihe kann sowohl Nahkämpfer als auch Fernkämpfer angreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die vordere Reihe kann nur Nahkämpfer angreifen und die hintere Reihe nur Fernkämpfer. So, wurde das jetzt gespeichert? Ja, sehr schön. So, was hast du nochmal? Also ein Buckler, den möchte ich jetzt nicht haben, Leute. Dann, den haben wir schon. Normale Kleidung. Was hat eigentlich der Guy für Rüstung? Ah, der hat auch eine Lederrüstung. Kann eigentlich... halt, halt. Erst hier... kann sie auch eine Lederrüstung tragen? Ja! Schön! So. Aber normale Kleidung haben... wir haben ja schon Lederrüstung und normale Kleidung. Normale Kleidung bietet eine Rüstung, glaube ich, und Lederrüstung zwei Rüstungspunkte. So, Kawate Bukuro. Ich glaube, das so, sollen... ich kaufe den mal, Leute. Genau, das ist ein Armschutz. Der bietet einen Punkt. Okay. Können den alle tragen? Ja, offenbar. Ja. Das heißt, ich brauche ihn noch zweimal. So, pleite, nur noch 10 Gil, Leute. Aber wir haben keine Rüstung mehr zu kaufen. Das finde ich sehr schön. Wir haben also dafür gesorgt, dass wir zumindest, wenn wir sterben, nicht schnell sterben. Ich glaube, das möchte ich speichern. Gehen wir also kurz raus. So, erster Spielstand. So, jetzt lese ich mal, was da steht, Leute. Kono Feire ni Geme o. Nein. Nicht Geme, Da. Data. Data o. Kakikomimas Iseno Data o wa Ushinavaremas Yoroshides
klar. Also wenn wir das über diese Datei überschreiben, dann sind die Daten werden überschrieben und ja, das möchte ich. So. Sebeshu Shuryo. Yameru Tokiwa Kanarazu Risetto Botan o Oshinagara Sui Switchi o Kite Kudasai. Drück auf keinen Fall den Reset-Knopf. Toll, danke. Es wird gerade gespeichert, drück auf keinen Fall den Reset-Knopf. Okay. Gib mir wieder rein. Okay. So. Gehen wir mal zum Waffenladen. Ich möchte wissen, ob wir auch Waffen bräuchten oder nicht. Und welche Waffen es gibt. Oh, da ist jemand drin. Dobu. Der Dobu. Washi wa tada no Toshori. Wahrscheinlich heißt es Zwerg, oder? Toshori. Ah, er ist nur ein Alter. Er ist nur ein Alter. Okay. Nein, er kann uns nichts sagen, Leute. Was sagst du dazu? Tada no Toshi Yoritoba Karino Sugata Ja. Chitsu wa Hanrangun Ichino Kaja Do To Tobur Ja. Okay, also er sagt, dieser einfach alte Typ, Leute, ist in Wahrheit Mitglied der Rebellion. Und, ja, okay. Okay, also was könnten wir hier kaufen, Leute? Wir könnten ein Knife kaufen, ein Messer. Ein Tsue, das ist, glaube ich, ein Stock. Hier haben wir einen Javerin? Ach, Speer! Ein Speer. Und hier das Breitschwert, das wir schon haben. Das ist das teuerste. Cool. Also theoretisch würde ich das auch alles gerne mal kaufen wollen, Leute. Aber also, hier ein... Also es gibt Dolche, dann Streitkolben. Das ist tatsächlich im Handbuch steht da, Leute, dass der Stock, der Zue... Wo steht es denn? Hier, da. Dass er zu den Streitkolben gehört. Und die schwächste Form davon ist. Genauso wie der ist, Messer, der Speer, der Javerin. Und das Breitschwert ist das schwächste Schwert, Leute. Und dann gibt es noch die... Ach, kann ich eigentlich nach unten? Nein, kann ich nicht. Okay. Also das Breitschwert haben wir ja schon. Und das ist das teuerste. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt auf die anderen gehen möchte. Ich würde sie nicht kaufen, Leute. Ich glaube, ich würde sie nicht kaufen, es sei denn, ich hätte zu viel Geld. Aber wenn ich sie finden würde und dann feststelle, okay, das passt so, dann... Also ich möchte tatsächlich eigentlich, Leute, dass der Frionier unser Tank wird mit Schild und Schwert, so richtig ritterhaft, unser Held wird. Er war ja auch tatsächlich die erste Figur in unserer Gruppe. Also gehe ich davon aus, dass es die Hauptfigur ist. Die Maria soll unsere Fernkämpferin sein, hat ja auch einen Bogen, den kann man nicht kaufen. Der ist einzigartig bis jetzt. Soll so bleiben. Der Guy hat die Axt, kann man auch noch nicht kaufen, aber zweihändig. Also ich würde den auch halt dabei lassen, Leute. Aber wenn jetzt zufällig ein, keine Ahnung, wenn sie jetzt der Guy ein Speer kriegt, dann soll er halt ein Speerkämpfer werden. Wäre mir auch egal. So, hier gibt es Weißmagie. Wo gibt es denn die Schwarzmagie? Ich weiß, es gibt Schwarzmagie. Darüber habe ich schon gelesen. Das ist der Tempel.
Das ist der Itemladen. Okay, das ging zu weit. Gehen wir mal in den Itemladen rein, Leute. Da gibt's drei. So. Irishai Masse. Naneka Koyodeska. Also herzlich willkommen, kann ich irgendwas für dich tun? So. Der hat Chuchika. Chuchika, was war denn das? Oh. Das habe ich mir extra. Wo sind die Items? Im Handbuch sind die tatsächlich drin, Leute. Ah, das ist das Kreuz, Leute. Ich habe vergessen, wofür das Kreuz ist. Egal. Dann Tonkachi. Was war das nochmal? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist, wenn man... damit kann man stumm heilen irgendwie so. Egal, die kosten sowieso so viel, Leute. Otome... Nokis. Der Kuss einer Jungfrau, Leute. und Kinnohari, eine Goldnadel. So, was hast du? Ah, das ist unser Händler, Leute. Der verkauft Heiltränke hier für 50. Und das hier ist High Potion, also eine, ein starker Heiltrank, Leute, für 500. Und hier ein Megus... Suri, ich glaube, das sind Augentropfen, Leute. Und Dokukeshi. Dokukeshi Gegengift. Okay, also Augentropfen für gegen Blind und Gegengift gegen Gift. Gegengift gegen Gift. Zweimal, das sind drei Wörter, Leute. Gegengift ist ein Wort, Gegen ist ein Wort und Gift ist ein Wort. Das Gegengift wirkt gegen Gift. Ja, okay. Und was hast du? Boah, da hinten sind Truhen, habe ich gerade gesehen. So. Das ist die Phoenixeno. Oh. Phönixfeder, Leute. Ab jetzt gibt's Phönixfedern. Im ersten Teil konnte ich mich nicht daran erinnern, dass es die gibt. Und hier haben wir Ether. Ether? Um Mana aufzufüllen. Das ist aber auch so teuer. Und hier haben wir Kotechi. Die Cottage. Oh, die kenne ich noch zum ersten Teil, Leute. Einfach irgendwo eine Hütte aufbauen und schlafen und regenerieren. Irgendwo auf der Weltkarte. Und hier haben wir Erika. Elixier. Für 50.000. Boah. Ich will dahinter. Ich will die Ton haben. Kriege ich nicht irgendwie... Moment mal. Okay, ich komme nicht rein, Leute. Es ist echt traurig. Ah, Mann. Okay. Ich wollte, ich hab gehofft, Leute, dass ich da diese Truhen, wisst ihr was? Ich habe die Truhen gesehen hier. Ich zeige euch das mal. Hier sind die Truhen zu sehen. Und da links dachte ich, wäre vielleicht dein Gang. Deswegen dachte ich, vielleicht, man kommt von draußen vielleicht rein und kann die Truhen looten. Aber offenbar nicht. Okay. Okay, also wir können hier ein bisschen Heilzeug kaufen. Das ist gut zu wissen. Wie sieht es dann denn aus? Also ich würde jetzt tatsächlich erstmal bei den Waffenhändlern nichts kaufen wollen, Leute.